und herzlich willkommen hier zu einem mittleren Schulabschluss relevanten Video, das ich übertitelt habe mit wie viele Minuten lebt ein 16-jähriger Mensch. Wichtig ist, wir haben hier Minuten und 16 Jahre. Man könnte jetzt auch einfach sagen, forme 16 Jahre in Minuten um. Dazu gibt es schon ein Basisvideo, aber hier wollen wir jetzt auch nochmal gucken, dass man das auf zwei verschiedene Arten und Weisen angehen kann. Und zwar kannst du entweder anfangen mit 16 Jahren und dann irgendwie versuchen, hier hinten auf Minuten zu kommen. Du kannst aber auch genauso gut sagen, okay, es gibt ja 60 Minuten pro Stunde. Dann gibt es auch noch 24 Stunden pro Tag. Dann gibt es 365 Tage, da schreibt man D für, ich weiß, pro Jahr. Und dann lebt der Mensch 16 Jahre. Ja, also entweder du gehst von da aus oder du gehst irgendwie von der anderen Seite aus. Wenn man sagt, okay, mit Minuten kenne ich mich aus, es gibt 60 Minuten pro Stunde. Und wenn wir eine Stunde gelebt haben, dann sind wir 60 Minuten alt. Wenn wir zwei Stunden gelebt haben, 120. Wenn wir drei Stunden, 180. Das heißt, ich muss ja, wenn ich die Anzahl der Stunden pro Tag berechnen will, muss ich die beiden Dinger ja multiplizieren. Na ja, gut, dann macht man das. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man dann das hier multipliziert und dann hinterher das hier multipliziert. Na, das ist die eine Herangehensweise. Man kann aber auch genauso gut sagen, okay, 16 Jahre sind eigentlich wie viele Tage, da wir 365 Tage pro Jahr haben. Ja, das ist jetzt was hier für die Einheiten-Freaks. Wenn man sich sagt, okay, wir multiplizieren das ja damit, denn Tage pro Jahr mal Jahre ergibt Tage, denn wir können das Jahr hier kürzen. Das Jahr steht ja hier einmal Jahr Einzelhöhe und hier steht es einmal als Bruch, also als Nenner meine ich. Da kann man es kürzen, 16 mal 365 Tage, kann man ausrechnen, wie viele Tage man alt ist, wenn man 16 Jahre geworden ist. Wenn man das dann hinterher wieder multipliziert mit 24 Stunden pro Tag, dann sieht man, dass das Tag hier das gleiche Schicksal erleidet wie das Jahr. Und dann nochmal 60 Minuten pro Stunde. Und auch da können wir dann sehen, kürzt sich das Stunde weg. Im Übrigen ist das das gleiche hier. Jahr und Jahr, Tag und Tage. Naja gut, das wäre beide mal ein D. Und hier Stunde und Stunde, weil ansonsten kommt ja nicht Minuten raus. Wenn wir jedenfalls diese Zahlen alle miteinander multiplizieren, dann kommt daraus 8,4 Millionen. 8,409,600 Minuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Ankreuzen habe und da steht sowas wie 80 Minuten, 800 Minuten, 8000 Minuten oder 8 Millionen Minuten meinetwegen und dann noch ein Kasten hier für 80 Millionen Minuten. Wo muss ich dann ein Kreuz machen? Der eine sagt, wenn ich hier ein Kreuz mache, dann habe ich ja überboten, das darf ich nicht. Aber das ist nicht die Regel, sondern es geht wirklich nur darum, wo ist man am nächsten dran. Man darf auch überbieten. Das heißt, man muss dann hier einen Kasten machen, denn es könnte ja auch zum Beispiel sein, nein, das sage ich jetzt nicht. Ein kleines Geheimnis soll auch mit dabei sein. Spaß. Also 8,4096 Millionen Minuten oder 8.409 Minuten 8.409.600 Minuten, so in aller Ruhe jetzt, sind natürlich knappe 8 Millionen Minuten und damit haben wir das dann hier auch erklärt. Hoffentlich so, dass es verständlich war und hoffentlich so, dass du jetzt selber, wenn du dich fragst, okay, was soll ich jetzt mal rechnen, wie alt ist denn ein 84-jähriger Mensch in Minuten? Kannst du auch gerne in Sekunden machen oder in Stunden. Und wenn du das überprüft haben möchtest, kannst du gerne dein Ergebnis mit deiner Aufgabe, die du dir selber gestellt hast, bei oberprima.com unter den Beitrag schreiben. Und dann bin ich mal ganz gespannt, was da passiert. In diesem Sinn bin ich jetzt hier natürlich nicht mehr gespannt, denn das Video ist zu Ende. Und ich halte nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.